Lieber Herr Dr. David, sehr geehrter Herr Professor Friede, sehr geehrter Herr von Markart, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Woche vor Heiligabend sind wir am Ende eines Jahres, das fast ganz im Zeichen der weltweiten Covid-Pandemie stand. Leider können wir nur in sehr kleinem Kreis zusammenkommen, aber wir eröffnen heute eine Ausstellung im Archäologischen Museum Frankfurt. Trotz der nun schon seit fast 7 Wochen andauernden Schließung der Museen finden wir heute hier zusammen und ich freue mich darüber sehr. Dies geschieht in der Zuversicht, dass in wenigen Wochen die Museen wieder ihre Türen und Tore für die Besucherinnen und Besucher öffnen dürfen und die neue Ausstellung dann auch der Öffentlichkeit zugänglich sein wird, denn das hat sie wirklich sehr verdient. Zu den Themen, die uns neben der Corona-Pandemie im zu Ende gehenden Jahr kontinuierlich begleiteten, gehört der nun fast ein Jahrzehnt andauernde Krieg in Syrien und die damit verbundene humanitäre Katastrophe, die die Weltgemeinschaft nicht zu beenden vermag. Menschen, die vor Gewalt, Zerstörung und Hoffnungslosigkeit aus ihrer Heimat fliehen, das Elend in den Flüchtlingslagern, das durch die Bedrohung durch Covid-19 noch gesteigert wird, die Zerstörung der Städte, die Zerstörung von Kunst- und Kulturdenkmälern in einem Land mit vielfältiger, jahrtausendealter Kultur und Geschichte. Syrien, ein Land, das einzigartige Stätten des Weltkulturerbes birgt. Das Archäologische Museum Frankfurt zeigt ab heute bis zum 11. April die Ausstellung Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit mit Fotografien von Yvonne von Schweinitz. Yvonne von Schweinitz, als Gräfin von Karnitz, 1921 in Danzig geboren und 2015 hochbetagt in Essen verstorben, arbeitete nach dem Studium der Romanistik und der Kunstgeschichte zunächst als Übersetzerin, bevor sie in den 1950er und 1960er Jahren als Reisefotografin tätig war. Sie war eine Abenteurerin in ihrer Zeit, eine moderne, freie Frau. Als Fotografin bereiste sie 1953 7 Monate lang mit dem Automobil den Vorderen Orient und Mittleren Osten von der Türkei bis nach Pakistan. Bei dieser Reise und einer weiteren im Jahr 1960 entstanden in Syrien die nun hier in Frankfurt ausgestellten Fotografien. Syrien, das wenige Jahre zuvor, nämlich 1946, von der Kolonialmacht Frankfurt unabhängig geworden war, erlebte damals eine friedliche Zeit. Die Fotografin reiste in die Städte Damaskus, Homs, Hama und Aleppo, in die Wüstenoase Palmyra und zur Kreuzritterburg Krak de Chevalier. Plätze, die später in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden, die aber mittlerweile infolge des seit 2011 Syrien heimsuchenden Bürger- und Stellvertreterkriegs von schwersten Zerstörungen gekennzeichnet sind und auf der roten Liste gefährdeten Kulturerbes stehen. 2015 und 2016 gingen die Bilder von den Zerstörungen antiker Bildwerke in syrischen Museen und vor allem die Sprengungen bedeutender römischer Tempel und Repräsentativbauten in der weltberühmten Oasenstadt Palmyra, in der Antike eine polykulturelle Metropole, deren Überreste zum erwähnten UNESCO-Weltkulturerbe gehören, um die Welt. Sie gingen um die Welt und sie erschütterten die Welt. Diese Ereignisse fanden reichlich in der Berichterstattung deutscher Medien ihren Widerhall. Zeitlich parallel, aber von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, gelangten kontinuierlich Antiken und andere Kulturschätze aus geplünderten syrischen Museen und archäologischen Städten nach Diebstahl und illegaler Ausfuhr aus Syrien auf den internationalen Markt und nach ebenso illegaler Ausfuhr auch auf den deutschen Kunst- und Antikenmarkt. Vor dem Hintergrund der Zerstörungen in syrischen Städten des Weltkulturerbes besitzen die herausragenden fotografischen Arbeiten von Yvonne von Schweinitz somit heutzutage auch einen unschätzbar hohen dokumentarischen Wert für die Archäologie. So ist es für das Archäologische Museum Frankfurt nicht nur eine große Freude, sondern auch ein besonderes Anliegen, die Ausstellung mit den vor mehr als 60 Jahren in Syrien entstandenen Fotografien von Yvonne von Schweinitz zu zeigen.
zumal zu den Sammlungsbeständen des Archäologischen Museums Frankfurt auch archäologische Fundobjekte aus Syrien gehören, deren Alter von Altsteinzeit bis zur byzantinischen Zeit reicht. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Syrien, das zu den bedeutendsten Provinzen des Römischen Reiches gehörte, und die Rhein-Main-Region, die zur Grenzprovinz Obergermanien gehörte, vor fast 2000 Jahren als Bestandteile des Römischen Reiches direkt miteinander verbunden waren. Aus dem syrischen Damaskus stammten die Mitglieder der 1000 Mann starken Eliteeinheit berittener Bogenschützen, die in Friedberg in Garnison lagen und die römische Reichsgrenze, den Limes, vor Germanen schützten. Durch eine im Archäologischen Museum aufbewahrte Inschrift ist belegt, dass ein Mitglied dieser Truppeneinheit in der Römerstadt Nida, die auf dem Boden des heutigen Frankfurt lag, dem Jupiter Dolichenus eine Weihgabe stiftete. Es gibt darüber hinaus noch weitere Weihungen, die die Verehrung des Jupiter Dolichenus in Nida, dem heutigen Frankfurt Heddernheim und Praunheim belegen. Dabei handelt es sich um einen Jupiterkult, der seinen Ursprung in Doliche in der Provinz Syrien besaß und von Gläubigen von dort mit nach Obergermanien in die heutige Rhein-Main-Region gebracht worden war. Ferner sei an dieser Stelle noch daran erinnert, dass Julia Domna, Julia Mäser und Julia Mamäa, die zu den bedeutendsten Frauengestalten der Antike gehören und als einflussreiche politisch handelnde Mitglieder der römischen Herrscherdynastie der Severa letztlich auch die römische Rhein-Main-Region regierten, aus einer angesehenen Familie in Emesa, heute Homs, stammten. Eine von diesen überaus mächtigen Frauen, Julia Mamäa, fand im Jahre 235 nicht allzu weit von hier in der Nähe von Mainz den Tod, als sie zusammen mit ihrem Sohn Severus Alexander, römischer Kaiser von 222 bis 235, auf einem Feldzug gegen die Germanen von meuternden Soldaten ermordet wurde. Nach ihrem Tod begann für Rom die wechselvolle und krisenreiche Zeit der Soldatenkaiser. Mit der Ausstellung, die von den beiden Hamburger Kuratoren Professor Klaus Friede und Matthias von Markart mit Unterstützung der Fondation Erika Sauter aus Genève, aus Genf, zusammengestellt wurde, rückt das Archäologische Museum ein Land in den Mittelpunkt, dessen vielfältige Kultur und viele Jahrtausende währende Geschichte trotz der fast täglichen Nachrichten in den Medien den meisten von uns doch letztlich nur in groben Umrissen oder wenig bekannt ist. Die Ausstellung soll dazu einladen, sich näher mit dem großen, den kulturellen Reichtum und der historischen Bedeutung Syriens zu beschäftigen, um die Heimat von fast 1 Million Syrerinnen und Syrer kennenzulernen, die mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland leben. Und vielleicht können manche der aus Syrien stammenden Frankfurterinnen und Frankfurter hier ein Stück Heimat wiederfinden und uns von dieser erzählen. Lassen Sie uns angesichts der noch immer nicht überwundenen Corona-Pandemie hoffen, dass das Archäologische Museum mit dieser Ausstellung in den nächsten Monaten auch wieder ein Ort realer Begegnungen sein kann, dass es ein Forum für Begegnung und Austausch über Syrien sein wird. Dafür wünsche ich dem Archäologischen Museum Frankfurt viel Erfolg und viele Besucherinnen und Besucher. Liebe Frau Dr. Hartwig, sehr geehrter Herr Professor Friede, sehr geehrter Herr von Markart, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammengekommen sind, um an diesem Dezemberabend die neue Sonderausstellung Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit zu eröffnen. Wir stehen ja am Ende eines besonderen Jahres, in dem vieles ganz anders lief als geplant. Genau vor einem Jahr hätte man nicht gedacht, dass durch eine Pandemie die Museumsarbeit derart eingeschränkt sein könnte, wie es jetzt ist. Wir bereiteten damals mit Hochdruck die Ausstellung Tod im Salz, eine archäologische Erzählung aus Persien vor, die damals schon sehr beeinträchtigt wurde durch die Folgen der US-Sanktionspolitik. Dann aber ganz am Anfang des Jahres
bekanntermaßen kam es zu einer Verschärfung der politischen Situation im Mittleren Osten und der lange Arm der Weltpolitik erreichte auch die Vorbereitung unserer Ausstellung, deren für 24. März geöffnete Eröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Ende Januar, kurz nach der Absage, erreichte mich eine Postsendung aus Hamburg. Ein Brief am 20. Januar verpasst von Herrn von Markart. Er hatte auf unserer Homepage von der Verschiebung der Ausstellung gelesen und es war nicht, ja, nicht ohne Grund, dass er auf die Homepage schaute. Er hatte nämlich mit Frau Dr. Rabe vom Weltkulturenmuseum hier Kontakt aufgenommen gehabt und hatte sich überlegt, angeboten, ob diese Ausstellung nicht eventuell Syrien, die wir hier zeigen, im Weltkulturenmuseum gezeigt werden könnte. Aber Frau Rabe hatte nicht die entsprechenden Räumlichkeiten, passte nicht hinein und hatte uns empfohlen, das Archäologische Museum. Und das war der Grund, warum Herr von Markart die Homepage studierte und merkte, dass wir gerade unsere Ausstellung verschoben hatten. Und er war aber nicht der Erste. Wir haben also eine Alternative schon gefunden gehabt, innerhalb von 2-3 Tagen, die vor wenigen Wochen zu Ende gegangene Ausstellung Zwei Häuser des Herrn, Synagogen und Kirchen in der Slowakei um die Jahrtausendwende. Aber sein Schreiben mit der Konzeptmappe der Ausstellung und dem zweisprachigen Katalog hat mich sofort überzeugt gehabt, dass wir diese Ausstellung, wenn möglich, hier realisieren können. Die Motive und die Qualität der fotografischen Arbeiten von Yvonne van Schweinitz weckten sofort mein Interesse und ich antwortete, ohne jedoch einen Termin für eine Ausstellung in diesem Moment frei zu haben. Denn, wie erwähnt, hatten wir bereits eine Alternative gefunden. Ein sofortiges Treffen mit Herrn von Markart, der hat nämlich so nett geschrieben, sobald er von mir hört, sitzt er und Professor Fried im Zug nach Frankfurt. Auch um die Räumlichkeiten zu sehen, war Corona-bedingt im Februar nicht möglich, im März nicht möglich, im April nicht möglich, im Mai nicht möglich, sondern am 15. Juni fand das Kennenlernen statt. Und damals hatte sich mittlerweile aber auch schon eine terminische Möglichkeit eröffnet, die Ausstellung doch zeitnah hier zu präsentieren. Und wir hatten vereinbart, von Januar bis April 2021 die Ausstellung nicht hier zu zeigen, sondern im Querschiff der Kamitterkirche. Und zwar im Anschluss an eine Ausstellung, die damals noch fest auf dem Ausstellungsplan stand, die zusammen mit kanadischen Projektpartnern für die Buchmesse 2020 geplant gewesen war. Ja, nämlich seit Oktober bis Anfang Januar hätten wir hier in dem Refektorium, im Querschiff vielmehr, die Ausstellung The Ones We Met, die Franklin-Expedition in den Augen der Inuit gezeigt. Ja, als dann Covid-19 seine Schatten immer mehr auf 2021 warf und auch eine Zusammenarbeit mit Partnern in Frankfurts Partnerstadt Budapest auf Wunsch der ungarischen Partner verschoben werden musste, ergab sich dann Ende Juli die Möglichkeit, ja, die Ausstellung in Herbst 2021 zu legen, also genau in einem Jahr, um die Möglichkeit zu nutzen, hier das Refektorium zu nutzen, für die Präsentation zu nutzen. Es ist ohnehin der geeignetere Ort als die Kirche für eine derartige Ausstellung, wie wir sie jetzt hier sehen. Ja, und dann Ende Oktober, vor wenigen Wochen, erstand erneut eine neue Situation, als die Vorbereitung der großen Sonderausstellung Löwen, Zwinken, Silberhände, der unsterbliche Glanz etruskischer Familie aus Vulci, wegen dem Erlass der Regierung in Rom praktisch auf der Zielgeraden gestoppt wurde, also ungefähr 2 Wochen, bevor hier die Maßnahmen verschärft wurden, haben die Kollegen eigentlich komplett ein Reise- und Ausgehverbot erhalten und man musste kurz vor dem Transport der Fundstücke die Sache stoppen. Im Nachhinein ist es gut, weil so haben wir die Ausstellung um ein Jahr verschieben können und hoffen, dass wir in einem Jahr dann diese ganze Abwicklung mit Italien viel besser hinbekommen. Aber ich hatte dann überlegt und gedacht, ja, wir können doch das Refektorium nicht ungenutzt lassen und rief Herrn von Markart an und erzählte ihm, ja, ob es vielleicht möglich wäre, kurzfristig die Ausstellung um ein ganzes Jahr vorzuziehen. Und tatsächlich war es möglich. Sie müssen aber sehen, die Anfrage in Hamburg war in einem Moment, wo uns verkündet wurde, ja, der November-Lockdown,
der beschert uns dann eine ruhige Adventszeit, eine normale Adventszeit, alles ist wieder geöffnet. Es ist nur der November, den man sich einschränken muss. Und deswegen war ja der 17. Dezember hier als Eröffnung ins Auge zu ziehen, eine Sache, die durchaus aus Darmbergenstadt sehr realistisch war. Wir rissen das Steuer also um der Planung. Einige Etrusker-Anzeigen konnten wir nicht mehr zurückziehen, aber andere waren schon möglich. Wir haben neue Anzeigen geschaltet. Ich bekam umgehend mitten in der Nacht von Herr Friede noch Material zurückgeschickt, damit wir mit der Öffentlichkeitsarbeit sofort beginnen konnten und auch um Plakat und Werbeflächen im U-Bahn-Tunnel und vor dem Institut für Stadtgeschichte hier vorne rechtzeitig bestücken zu können. Ja, und dann am 20. November, also vor keinem Monat ist seither verstrichen, gab es ein Arbeitstreffen hier im Hause mit Herrn von Markert und Professor Friede, den ich bei dieser Gelegenheit kennenlernte, der sich dann den Raum anguckte, die Pläne zugeschickt bekommen und dann haben die beiden Herren die Architektur und die Aufstellung der Ausstellung in kürzester Zeit konzipiert, dass man dann auch beginnen konnte, die Stellwände vorzubereiten. Ja, und ab vergangenen Freitag, auch übers letzte Wochenende, erfolgte der Aufbau der Ausstellung durch die beiden Herren persönlich, unterstützt von unseren Haustechnikern Herrn Huppertz und Herrn Kant. Die Fotos von Yvonne van Schweinitz zeugen von einer Welt noch vor dem Kulturtourismus. Sie zeigen traditionelle Architektur, noch unbefestigte, nicht asphaltierte Straßen und vor allem eine Vielfalt der Kleidung, unter denen T-Shirts noch total fehlen. Ebenso keine künstliche Beleuchtung oder Leuchtreklame. Für Archäologen, Historiker und Orientalisten besitzen diese Fotos einen besonderen dokumentarischen Wert. Der hohe Quellenwert für Archäologen liegt aber darin begründet, dass die Fotos die ursprüngliche Topografie viel besser widerspiegeln als die heutige Situation. Denken Sie mal beispielsweise an die Betonwüste von Athen, welche den antiken Städten kaum noch Luft zum Atmen lässt und wo Fotos aus den 1950er Jahren auch schon wie aus einer anderen Welt erscheinen. Aber unabhängig von ihrem unschätzbaren dokumentarischen Wert handelt es sich auch um erstklassige fotografische Arbeiten, deren besondere Qualität von den beiden Kuratoren Klaus Friede und Matthias von Markert im Nachlass von Frau von Schweinitz erkannt wurde. Der dokumentarische Wert dieser vor mehr als 60 Jahren entstandenen Fotografien wurde infolge des seit 2011 andauernden Krieges um Syrien noch weiter gesteigert. In einem Krieg, in dem nicht nur die Städte, sondern auch historische Bauten und archäologische Stätten, die von der UNESCO zum kulturellen Welterbe erklärt wurden und damit Schutzstatus besitzen, schwerste Zerstörungen erlitten haben. Man mag sich fragen, wie es Yvonne von Schweinitz aufgenommen hat, dass die Terrormiliz Islamischer Staat 2015 die Wüstenoase Palmyra eroberte, die sie Jahrzehnte zuvor fotografiert hatte. Es erfolgte bekanntermaßen die Sprengung des Baal-Tempels, des Tetrapylon, des Hadriansbogen und verschiedener Grabmäler. Denn die vor der Kamera ausgeführte Zerstörung ist die eine Seite, die andere, dass die IS-Terroristen sehr gut wissen, wie man geraubte Antiken zu Geld macht, um damit den Terrorkampf zu finanzieren. Plünderungs- und Raubgut aus syrischen Museen und Fundstätten gelangten, wie worauf bereits Frau Dezernentin Hartwig hingewiesen hatte, auf diese Weise auch auf den deutschen Kunst- und Antikenhandel. Mit den Kunsträubern der Terrormiliz in direkten Konflikt geriet Dr. Khaled Assad, der seit 1961 Leiter der Antikenbehörde war und vorsorglich Museumsstücke in Sicherheit gebracht hatte. Er, ein international hochgeachteter Experte für Archäologie und islamische Kunst und selber aus Palmyra stammend, hatte sich unter Hinweis auf sein hohes Alter von 82 Jahren und seine internationale Reputation selber nicht in Sicherheit gebracht. Er wurde wiederholt entführt und durch Folter versuchten die Milizionäre, von ihm das Versteck der Museumsobjekte zu erpressen. Als schrecklicher Höhepunkt darf die öffentliche Enthauptung von Khaled Assad im August 2015 in Palmyra gelten. Anschließend wurde ein Bild von ihm, der Nachruf des Deutschen Archäologischen Institutes oder von der BBC mit Foto von einem Sarkophag. Anschließend wurde sein geschändeter Leichnam an einer Säule in der antiken Stätte aufgehängt, für die er jahrzehntelang zuständig war. Wenn wir hoffentlich bald das Museum wieder öffnen, dann wollen wir Syrien der Öffentlichkeit auch als eine der wichtigsten Provinzen des Römischen Reiches näher bringen.
Wir werden zeigen, welche Bedeutung die Geschichte und Kultur Syriens auch für uns in Mitteleuropa hat. In Medien wurde über die Zerstörung von Welterbestätten in Syrien berichtet, aber nie genauer erklärt, was das Besondere an diesen ist, woher die einzigartige Bedeutung der Wüstenoasenstadt Palmyra kommt und warum gerade diese zum Ziel der Terrormiliz wurde. An Karawanwegen gelegen war Palmyra eine polykulturelle Metropole, in der neben Palmyrenisch, Aramäisch, Persisch, Griechisch und Latein auch Ägyptisch gesprochen wurde. Palmyra war zwischen 267 und 272 die Hauptstadt des Palmyrenischen Sonderreiches, welches den gesamten Orient von der Türkei bis Ägypten umfasste und zunächst als Teil des Römischen Reiches, dann aber auch für 3 Jahre selbstständig, letztlich das Römische Reich gegen das Neupersische Reich der Sassaniden schützte. Die Herrscherin über das Palmyrenische Sonderreich war Septimia Zenobia oder Bazabai auf Palmyrenisch, die zu den bekanntesten antiken Frauengestalten gehört. Ihr Gegner war Kaiser Aurelian, der Zenobia schließlich besiegte, um dann auch weiter gegen das Sassanidenreich im Osten vorzugehen. Seine reichsweite Konsolidierungspolitik, die aber vor allem nach Osten gerichtet war, hatte auch direkte Folgen für die Rhein-Main-Region. Denn zu seiner Zeit, in seiner Regierungszeit, wurden die jenseits von Rhein und Donau gelegenen Gebiete des Römischen Reiches für immer aufgegeben. Damit endete direkt die Herrschaft Roms hier bei uns, auch wenn die Region noch unter der Kontrolle Roms als Vorfeld von Mainz blieb. Bis dahin war die Wetterau von einem Kranz von Kastellen geschützt worden, in dessen Zentrum, im heutigen Friedberg, Frau Dr. Hartwig hat bereits darauf hingewiesen, lag, um den Zugang zum zivilen Vorort Nida, also das heutige Frankfurt, zu schließen, eine aus Syrien, genauer gesagt Damaskus, stammende Elitetruppe in Garnison und sicherte den militärischen Grenzschutz. Es war die Cohors Prima Flavia Damascenorum Miliara Equitata Sagittariorum, die hier vor den Toren Frankfurts lag. Im römischen Frankfurt, also in der Römerstadt Nida, wurde, wie auch schon von der Dezernentin erwähnt, der Jupiter Optimus Maximus Dolichenus verehrt. Der Name Dolichenus leitet sich von dem Ursprungsort des Kultes der Stadt Dolliche in der Provinz Syrien im heutigen Südosten der heutigen Türkei gelegen her. Dieser Kult geht auf die nordmesopotamische Wettergottheit Hadad zurück, die auf einem Stier stehend mit Doppelachs und Blitzbündel dargestellt ist. Darstellungen dieses Gottes sind nebenan in der Dauerausstellung des Archäologischen Museums zu sehen. Sie wurden hier auf Frankfurter Boden entdeckt. Ein Teil dieser Funde leider durch Kunsthandel im 19. Jahrhundert ins Britische Museum gelangt. So bedeutend sind sie, dass wir nur die Kopien aus London hier haben, von einigen Stücken, einiges am Original. Ja, schon in der Antike bestanden somit durch die Mobilität von Personen getragen enge Bezüge zwischen Syrien und dem Rhein-Main-Gebiet. Und nun leben als Folge des Krieges um Syrien fast 1 Million Syrerinnen und Syrer hier in der Bundesrepublik Deutschland. Wir hoffen nun auf die baldige Wiederöffnung der Museen, um dann auch mit seit 2011 aus Syrien nach Frankfurt gekommenen Menschen in direkten Austausch hier treten zu können. Dass sie von diesen mehr über ihre Heimat Syrien lernen können, wenn sie als Besucherinnen und Besucher der Ausstellung eine Wertschätzung ihrer Heimat hier erfahren. Die Zerstörung und der Krieg, die dürfen nicht die letzten Worte sein, die müssen überwunden werden. 2017 hörte ich bei der Mitgliederversammlung des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel von einem Projekt, das eine Lehrerin und ein Lehrer beim Zeigverein Kassel mit syrischen Jugendlichen, die als Flüchtlinge nach Kassel gekommen war, durchgeführt hatte. Beim Besuch des dortigen Stadtmuseums betrachtete ein junges Mädchen aus Syrien das große Modell der 1943 im Bombenkrieg total zerstörten Innenstadt Kassels. Sie konnte angesichts der heutigen Stadt nicht glauben, dass Kassel einst so ausgesehen haben soll. Diese junge Syrerin nahm nach Aussage der Lehrerin und des Lehrers die Gewissheit und Hoffnung mit, dass ein Wiederaufbau der Städte in Syrien nicht unmöglich ist. Das Team des Archäologischen Museums würde sich besonders freuen, wenn diese Ausstellung das Interesse der Öffentlichkeit an Syrien und seiner vielfältigen Geschichte und Kultur weckt und dass die Ausstellung zum Ort der direkten Begegnung und des Austausches zwischen Syrerinnen und Syrern und den übrigen Frankfurterinnen und Frankfurter wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal ganz herzlichen Dank an die beiden Kuratoren, Herr von Markert und Herr Professor Friede, für die Ausstellung, die Sie uns hier
geschaffen haben und gestaltet haben. Ganz herzlichen Dank und auch für die reibungslose, hervorragende Zusammenarbeit in den wirklich nicht einfachen Zeiten. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Dr. Hartwig, sehr geehrter Herr Dr. Davids, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute auf den Tag genau vor 10 Jahren, am 17. Dezember 2010, begann in der Hauptstadt Tunesiens der sogenannte arabische Frühling. Insofern lässt sich kaum ein besseres Datum finden, um eine solche Ausstellung zu eröffnen. Wenig später erreichte die Protestwelle auch Syrien. Besonders dieses Land ist nach wie vor eines der zentralen außen- wie innenpolitischen medialen Themen und der Krieg, Tote und Zerstörung, Flüchtlinge und Migranten, Fragen des Wiederaufbaus sowie theoretische und ethische Überlegungen zum Umgang mit zerstörtem Kulturerbe Syriens hält uns in Atem. Da langt, selbst wenn es sich hier um historische Fotografien aus Syrien handelt, diese Ausstellung eine vollkommen andere Brisanz als zu anderer Zeit. Das ist aber von uns Kuratoren auch so kalkuliert und gewollt. Mein Ausstellungspartner Matthias von Markert und ich hatten die Fotografin dieser Ausstellung, Yvonne von Schweinitz, die 1921 in Danzig geboren wurde, im Jahr 2009 kennengelernt und 2010 begann eine von uns zusammengestellte Ausstellung mit ihren Fotografien aus Afghanistan, die bis 2018 durch Deutschland tourte. 2009 erwartete uns, als wir sie erstmals in Essen an der Ruhr besuchten, nicht nur eine gastfreundliche und weltgewandte Dame, sondern auch eine, die sehr viel und Spannendes über ihre Reisen und Weltanschauungen zu berichten hatte. So arbeiteten wir uns durch einen Teil der vielen dicken, braunen Umschläge mit negativen Kontaktbögen und Handabzügen. Es hätte damals auch eine ganz andere Ausstellung werden können, eine Reise durch den Maghreb oder nach Thailand, eine durch Südamerika oder eine über ihren Besuch beim König von Tonga in der Südsee, alles im Archiv zu finden. Erst nach ihrem Tod 2015 schauten wir uns in Berlin bei ihrem Nachlassverwalter Ludwig von Moltke die Syrienbilder an und waren von Quantität, Qualität und der Bedeutung sogleich überzeugt. Nach 2-jähriger Vorbereitung und weiteren 2 Jahren Ausstellungspräsentation können wir Ihnen ein ausgewähltes Kontingent aus Syrien heute in Frankfurt präsentieren. Übrigens ist dies als eine Premiere anzusehen, denn die Werke werden überhaupt zum ersten Mal ausgestellt. Von vor Frankfurt waren sie lediglich in Hamburg und im Museum Fürstenfeldbruck zu sehen. Die Entscheidung für die Syrien-Fotografien hat also nicht allein etwas mit den tagesaktuellen Geschehnissen, sondern insbesondere mit dem kulturellen Wert, der hohen Qualität und besonders der Motivempfindsamkeit von Yvonne von Schweinitz zu tun. Nun, wie nähert man sich einem Land, deren Menschen tagtäglich durch Gewalt sterben, auf der Flucht waren und stellenweise es auch noch sind, im Exil, teilweise traumatisiert, deren materielle Kulturgüter und Werte immer weiter und sogar unwiederbringlich zerstört wurden? Wie kann man Syrien verstehen und sich für das kulturelle Erbe und die Identität einsetzen und welche Bedeutung hat dies für uns in Mitteleuropa? Die Berichterstattung über Syrien hielt uns ab 2011 im Bann. Wir erfuhren etwas über den Bürgerkrieg im Land, der längst internationalisiert wurde, sahen und erlebten die vielen Flüchtlinge, hörten Namen von verfeindeten Gruppen
und zerstörten Städten, Orten und Kulturdenkmälern. Dennoch ist vielen von uns in Deutschland und Europa das Land und seine Menschen fremd. Wir kennen kaum seine komplexe Historie, die Tausende von Jahren zurückreicht, obwohl sie eine der Grundlagen unserer eigenen Kultur, Zivilisation und Geschichte ist. Beispielsweise durch biblische und religiöse Ereignisse, die Herrschaft Roms, durch unsere Schrift und Zahlen und durch die Entwicklung und Beeinflussung städtischer Kultur. Dazu kommen europäische Einflussnahmen von den Kreuzritterzügen angefangen bis zur Mandatsträgerschaft Frankreichs nach dem Ersten Weltkrieg. Und es gibt seit dem 18. Jahrhundert eine große europäische Orientbegeisterung, die sich besonders deutlich in den Künsten von der Malerei über die Oper bis in die Literatur niedergeschlagen hat. Syrien ist zudem seit gut 150 Jahren ein höchst spannendes Reiseziel für Menschen aus allen Ländern. Und nicht zu vergessen archäologisches Forschungsgebiet mit dem Engagement des Deutschen Archäologischen Instituts und der Orientabteilung mit einem Büro in Damaskus seit 1980, bekannten Namen wie beispielsweise Max von Oppenheim und natürlich den vielen Ausgrabungsstätten. Das heute Syrien ist ein Konstrukt des 20. Jahrhunderts, eine Konsequenz aus dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang des Osmanischen Reichs. Zerstückelt entlang der Levante-Küste, gespalten nach religiösen Grenzen und kontrolliert von England, Palästina und Transjordanien und Frankreich, Libanon und Syrien mit Völkerbundsmandat ab 1920. Der Libanon den Christen, Latakia den Alawiten, Salamiyya den Ismaeliten und der Süden um den Golan, den Drusen. Die nördlichen Gebiete, Teile der Provinz Aleppo, übergab die Regierung in Paris an die Türkei. Erst im April 1946 erhielt der überwiegend sunnitische Rumpfstaat Syrien seine Unabhängigkeit von Frankreich. Die Ausstellung Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit, zeigt Fotografien von Yvonne von Schweinitz, die in den 1950er und 60er Jahren als Reisefotografin arbeitete, zu Beginn ihrer Tätigkeit noch unter ihrem Mädchennamen Yvonne Gräfin von Karnitz, reiste sie von Zürich aus gemeinsam mit Kollegen per Automobil in den Nahen Osten. Mindestens zweimal besuchte sie das Land in den Jahren 1953 und 60. Beide Jahre waren friedliche in der Region. 1953 war Syrien gerade 7 Jahre von Frankreich unabhängig und im steten Aufbruch begriffen. 1960 war Syrien Teil der Vereinigten Arabischen Republik, 58 bis 61, unter der Regierung des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Es war ein panarabischer Versuch, der bereits nach wenigen Jahren durch einen der insgesamt 16 Militärputsche in Syrien und mit dem Austritt aus der VAR endete. 1970 putschte sich schließlich Hafez el-Assad an die Macht und begründete die sogenannte schiitische Achse vom Iran bis zum Libanon, die ab dem Jahr 2000 bis heute seinen politisch unerfahrenen Sohn Bashar als Machthaber überlebenswichtig gilt. Mitgebracht von ihren Reisen hat Yvonne von Schweinitz hunderte von Schwarz-Weiß-Fotografien und Diapositiven. Da sind viele der Filme vermutlich in Syrien hat entwickeln lassen, hat sie dort verwendete chemische Zusammenstellung im Laufe der Jahre doch einige Negative etwas leiden lassen. Das ist hier und da, aber nur auf wenigen Abzügen zu sehen. Wir haben uns dennoch entschieden, diese so zu zeigen, wie sie sind. Und die Fotografien sind dadurch nicht minderer Qualität. Die Ausstellung ist einer Reise gleich konzipiert, vom Grenzübertritt aus dem Libanon kommend,
in die Hauptstadt Damaskus, weiter gen Norden zu den bedeutsamen und uralten Städten Homs, Hama und Aleppo, mit Abstechern in die Wüstenoase Tadmur nach Palmyra und ins Alawitengebirge zur Kreuzritterburg Krak de Chevalier bis an die nördliche Grenze zur Türkei, zum Galat Simam, dem Simeonskloster. Die Ortsnamen dienen den Ausstellungsbesuchern als grundsätzliche Orientierung und füllen die unterschiedlichen Themenblöcke in der Ausstellung via Textbanner. Die Aufnahmen zeigen neben bedeutenden Geschichts- und religionsträchtigen Baudenkmälern und Sehenswürdigkeiten auch Straßen und Alltagsszenen, Kulturorte, Porträts verschiedener Ethnien. Die Bilder sind genau deshalb so spannend und aufschlussreich, weil wir permanent das Gefühl erhalten, da ist jemand in der Person von Yvonne von Schweinitz mit wachen, offenen Augen unterwegs, ist interessiert und beteiligt sich, aber unaufdringlich und mit notwendigem Respekt. In der Ausstellung geben Informationstexte Auskunft über die Orte und deren Geschichte und lokalen Verwicklungen. Sie erzählen von Herrschaft, auch von Kämpfen, Aufständen und Krieg und politischen Interessen, von Zerstörungen durch Erdbeben und Wiederaufbau, aber außerdem von kulturellem Erbe, von Handel, den Religionen und der steten Entwicklung einer wertvollen Region und deren Bewohner. Nicht unkommentiert bleibt auch die heutige Situation. So sind zwei Satellitenaufnahmen der UNO von UNOSAT zu sehen, die die Zerstörung Aleppos veranschaulichen. Außerdem eine kleine Auswahl an Literatur. Möglicherweise jene Bücher, die in der Zeit den Reisenden zugänglich waren und die als Orientierung und zur Vorbereitung dienten. Außerdem ist die Rolleiflexkamera zu sehen, die Yvonne von Schweinitz mitnahm. Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit, und dies steckt sehr bewusst im Titel, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, auf erschöpfendes Wissen oder umfängliche visuelle und geistige Weisheit. Es sind Fragmente. Wir möchten einerseits das Land und seinen kulturellen und historischen Reichtum in seinen Bezügen vorstellen und dies auf eine ganz andere Weise, als das die Massenmedien heute vermögen, andererseits auch als Reflexion auf die heutige Situation verdeutlichen, dass die Geschichte Syriens trotz aller Widrigkeiten bestehen bleibt, unzerstörbar ist und das Land und seine Menschen nicht vergessen werden sollten. Das kulturelle Gedächtnis, die immateriellen Kulturgüter können auch durch die Menschen, die hierher gekommen sind und ganz bescheiden auch durch diese Ausstellung überleben und sich weiterbilden. Diese haben sich bereits verändert und werden sich auch zukünftig noch verändern. Sie sehen Bilder einer Reise in einem weiten Land. Weite ist bei Yvonne von Schweinitz nicht einzig ein geografisches, physikalisches Maß, sondern diese muss selbstredend in ihr selbst als Raum vorhanden sein. Das sieht man den Fotografien auch an. Die Genfer Fotografin Ella Maillard, die in den 1930er und 40er Jahren gemeinsam mit der Zürcher Journalistin Annemarie Schwarzenberg ebenfalls per Auto im Orient war, schrieb passend, ich zitiere, nur wer Weite erfassen kann, kann sie besitzen, Zitat Ende. Die Weite kreiert in dieser Ausstellung Momente der Ruhe. Der Blick über die Kreuzritterburg Krak de Chevalier hinaus, über die Homspforte, der Blick aus dem Baptisterium der Ruine des Simeonsklosters in die nördliche Landschaft, die Einsamkeit der Wüstenoase von Palmyra herum entschleunigt und beruhigt auffällig. Sie können sich durch die Ausstellung auf eine Entdeckungstour begeben und sich das Land zwar mit Hilfe des fotografischen Blicks und der Augenzeugenschaft von Yvonne von Schweinitz, aber letztlich doch in ihrer eigenen Weise nähern. Zum Abschluss
möchte ich nicht versäumen, Ihnen ein kurzes Zitat des deutschen Schriftstellers und Ethnographen Hubert Fichte aus einem Brief an seine Lebensgefährtin, der Fotografin Leonore Mau, vorzustellen. Fichte hatte sich im Frühjahr 1972 an die Levante-Küste nach Beirut zum Schreiben zurückgezogen. Ich zitiere: Liebe Leonore, nach einer Woche äußerster und sehr glücklicher Arbeit bin ich für einen Tag nach Damaskus gefahren. Eine sehr aufregende Stadt. Die Syrer sind wohl die reizvollsten Araber, die ich bisher kennengelernt habe. Die ungeheure Freundlichkeit und dabei nicht aufdringlich oder geschäftsgierig. Morgen geht es nach Beirut zurück und wieder an die Arbeit. Zitat Ende. Eine schöne und liebevolle Charakterisierung, wie ich finde. Vielen Dank. Apropos, geschäftsgierig sind auch wir nicht. Aber ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen, dass es einen ausführlichen Katalog zur Ausstellung gibt, den Sie käuflich für 15 Euro im Museumshop erwerben können. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir eine Fotoedition aufgelegt haben mit 5 unterschiedlichen Motiven aus der Ausstellung. Sie kosten pro Print 290 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Es finden sich in der Vitrine am Ende der Ausstellung sind diese Prints als Beispielprints, damit Sie wissen, was Sie erwerben können. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mich. Und wir möchten uns bedanken. Wir möchten uns erstmal bedanken bei Frau Dr. Hartwig für die sehr nette Begrüßung und den informativen Vortrag. Wir möchten uns aber ganz besonders bedanken bei der Leitung und den Mitarbeitern des Archäologischen Museums hier. Bei Herrn Dr. David für die wunderbare Zusammenarbeit und dem gesamten Team im Haus für das wunderbare Engagement. Namentlich bei den beiden Haustechnikern, den Herren Huppertz und Kant, ohne die wir, glaube ich, die Ausstellung nicht so perfekt hätten hängen können. Der PR-Dame Frau Messner, Frau Milanovic aus der Verwaltung sowie der Grafikerin Frau Quednau. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Die Arbeitsatmosphäre hier ist und war jedenfalls sehr entspannt und wunderbar kollegial. Bedanken möchten wir uns auch bei Ludwig von Molke, den Neffen von Frau von Schweinitz, und dem Nachlassverwalter des Estates Yvonne von Schweinitz sowie den Familien von Molke und von Karnitz. Wir möchten uns bedanken bei Conrad Devil, der für uns die Übersetzung der Katalog- und Bildlegendentexte ins Englische formulierte. Wir Ausstellungspartner danken besonders herzlich unserem Förderer, der Fondation Erika Sauter in Genève, und der Stiftungsvorsitzenden Frau Prof. Dr. Dagmar Reichert für die kontinuierliche, treue und wertvolle Unterstützung. Und ich danke dir, Klaus, für die inzwischen 20 Jahre andauernde Partnerschaft und Freundschaft. Vielen Dank.